Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Auf dem Gelände rund um das Bulldog-Museum in Burkhardsdorf fand am 21. August das 21. Bulldog-Treffen statt. Bei schönstem Sommerwetter strömten Menschenmassen aus der gesamten Region herbei, um das zu erleben, was sich die Bulldog-Freunde Erzgebirge haben wieder alles einfallen lassen. Es gab unter anderem viele Vorführungen. Also wir haben eine Landeslokomobile im Einsatz, die Dreschmaschine betreibt. Dann haben wir eine Holzwolle-Seilmaschine, die im Einsatz ist. Dann eine Besenstiel-Fräsmaschine. Es werden richtige Seile gemacht. Unsere Hartmann-Dampfmaschine im Dampfmaschinenhaus ist in Aktion. In Aktion, das ist das, was auch in diesem Jahr die vielen Besucher begeisterte. Denn die Örtlichkeiten sind rar, an denen so viel historische Technik aufgefahren und zum Laufen gebracht wird. Diese Landslokomotive, die Dreschmaschine betreibt und mit Holz befeuert wird, ist schon 111 Jahre alt. Auch die anderen Maschinen haben ihre Jahre auf dem Buckel, aber sie funktionieren noch immer. Etwas ganz Besonderes war: unseren 1000 PS Sternmotor tun wir zweimal am Tag loslassen, haben noch eine Gasturbine, die vorgeführt wird. Die Gasturbine stammt aus Pirna, aus dem VEB Strömungsmaschinen, einst oben auf dem Sonnenstein ansässig, aber schon vor etlichen Jahren der Abrissbirne anheimgefallen. Das vorgeführte Produkt, also ein wertvolles historisches Exponat. Was die Betriebslautstärke angeht, war das Teil leise im Vergleich zu dem 1000 PS Sternmotor. An Geräuschen mangelte es an diesem Tag nicht. Für Bulldog-Freunde ist es Musik. An Instrumenten fehlte es nicht. Sehr, sehr viele schöne Traktoren sind da, also wirklich seltene Sachen. Ja, also von der Stockhalbe angefangen, wo es nicht mehr viele gibt davon, bis zu vielen Landsmodellen, also ist wirklich sehr breit vertreten. Ja, bis zum 8er Mops ist alles da. Wir haben hier Schauschmieden, hier hinten ist ein Schmied, da wird Schauschmieden. Der Schmied war kein Unbekannter. Mirko Günther war mit seiner Schauschmiede aus Pleisa angereist. Musik gab es ebenfalls aus Blasinstrumenten. Die Meinersdorfer Musikanten spielen, für die Kinder ist Bonnyreiten, Hüpfburg, Kinderschminken. Für die Kinder, aber auch für die Erwachsenen war noch anderes interessant.
In der Niveon Arena sind Modellflieger, die dort in der Halle rumfliegen. Und auch sehr viele schöne Modelle, die jetzt in der Halle rumfahren oder auch hausen auf dem Platz unterwegs sind. Es kam also jeder auf seine Kosten und das alles auf die Beine gestellt von den Mitgliedern des Vereins Bulldog-Freunde Erzgebirge. Im ersten Jahr, wo wir uns gegründet haben als Verein, haben wir eigentlich schon das erste Treffen gemacht. Und damals war das noch in Gelenau, weil wir noch keinen Platz hatten oder kein Domizil gefunden haben. Später haben wir dann hier unser Museum eröffnen können. Und jetzt machen wir das natürlich hier am Museum. Ist natürlich eine optimale Location. Also selbst wenn es mal regnet, ist überhaupt kein Problem. Trockener Platz. Es ist die ganze Infrastruktur dort los und dergleichen mehr durch die Niveon Arena. Und die Dopfmarktscheune zieht absolut mit. Man kann das ganze Areal mit nutzen. Ja, insofern ist das eine sehr schöne Sache hier. Die Veranstaltung ist nur ein Teil der Vereinsarbeit. Wir haben uns der Landtechnik verschrieben allgemein. Man sieht ja an unserem Museum, dass wir das also breit angelegt haben. Wir wollen praktisch unter Nachwelt mal zeigen, wie das früher so war. Deswegen machen wir ja auch die Vorführung hier. Seit Gründung des Vereins 1998 ist so einiges passiert. Also wir haben jetzt so knapp 50 Vereinsmitglieder und wie gesagt, wir betreiben das Museum, sind Eigentümer von dem Museum. Haben das Dampfmaschinenhaus, wo wir die Hartmann-Dampfmaschine aufgebaut haben. Wir machen einmal im Jahr eine Großveranstaltung, also heute das Bulldog-Treffen, nächstes Jahr ist wieder Stationärmotoren-Treffen. Und das ist eigentlich so ist ein bisschen unser Ziel, dass wir da, wie gesagt, der Nachwelt das ein bisschen erhalten, die Technik, und eben um in Aktion zeigen können. Durch das Museum drängten sich am 21. August viele Besucher. Wer noch nicht da war oder es mal wieder besuchen möchte. Das ist immer jeden Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Und zwar von April bis November. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben dort auch sehr viele seltene Geschichten drin stehen und haben eben auch, sagen wir mal, Haushaltgerätschaften mit. Alles, was so früher so unterwegs war, also ein alter Wäschemangel und alles, was so dazugehört. Und ebenfalls haben wir eben die Getreideernte dargestellt mit allen Gerätschaften. Alles, was so in der Landwirtschaft war, Milchproduktion. Alte Traktoren, ein Pöhl-Traktor, da gibt es bloß noch drei Stück davon. Also wir haben wirklich versucht, viele seltene Sachen hier zusammenzubringen. Das Bulldog-Treffen 2022 war für die Veranstalter wieder ein Erfolg. Ja, wir freuen uns natürlich, dass so viele aktive Teilnehmer da sind. Wir freuen uns über die vielen Besucher. Ich meine, in der heutigen Zeit ist es nicht alles selbstverständlich. Ich meine, das kostet alles Geld, wenn man jetzt mit einem LKW von sonst wo herkommt. Da hat man schnell mal 200 Euro Diesel verfahren. Und da ist es schon ein großes Lob, dass sie da zu uns kommen, muss man so sagen. Ganz besonders jetzt, wo alles teurer geworden ist. Schwierig auch für jeden Veranstalter. Wir haben das versucht, alles moderat zu halten, muss man sagen. Ein bisschen was muss man halt auch hier nicht mehr in der Eintrittspreis, die 5 Euro, ich denke mal, das ist schon irgendwo akzeptabel, weil wir im Vorfeld sehr viele Sachen bezahlen müssen. Und wir wollen ja auch jeden daher kommen, der das Präsent geben. Und insofern, die Essenspreise sind, sagen wir mal, die haben wir so angepasst, dass wir halt rauskommen. Ja. Und so ja für den Verein, was übrig bleibt, kommt dem Verein zugute. Ist ja nicht so, dass wir jetzt das in die Tasche stecken, sondern das kommt ja alles eins zu eins im Verein zugute. Wir machen das ja alle ehrenamtlich. Also auch das Museum, das kriegt halt auch keiner Geld dafür. In Burkhardsdorf traf man viele, die man schon in Kürze wiedersehen wird. Vom 2. bis 4. September findet in Oberlungwitz das Traktortreffen der besonderen Art statt. Die 15. Auflage, die auch wieder sehr interessant werden wird. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie. Es ist wieder soweit. Das Traktortreffen der besonderen Art startet in die nächste Runde. Ein Spektakel für die ganze Familie. Vom 2. bis 4. September. Zum 15. Mal wurde Wiese an der Goldbachstraße in Oberlungwitz zur Pullingstrecke. Wer wird 2022 als stärkster Traktor das Rennen machen?
Das ganze Wochenende sind holländische Gaststatter beim Traktorpulling dabei. Es gibt außerdem wieder einen großen Teile- und Händlermarkt, einen Oldtimer-Garten und Vorführung historischer Landtechnik und Maschinen. Auf die kleinen Besucher wartet Hüpfburg, Ponyreiten, Streichelzoo und einiges mehr. Im Festzelt kann zu Live-Musik das Tanzbein geschwungen werden. Und am Sonntag startet 10 Uhr die Ausfahrt zum Sachsenring. 15. Traktortreffen in Oberlungwitz vom 2. bis 4. September. Action, Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie. Das fetzt wie Sau. Mehr Infos unter www.rosentreffen.de. Stopp. Da oben ist Eisen eingeschlagen. Yes, sir. That's my baby. No, sir. Don't be maybe. Yes, sir. That's my baby. Hohensteiner Jahrmarkt, das traditionelle Stadtfest im Zentrum von Hohenstein-Ernsthal am 17. und 18. September. Freuen Sie sich an beiden Tagen auf ein buntes Programm für die ganze Familie mit viel Spiel, Spaß, Musik und andere Unterhaltung. Auch wieder im Stadtgarten am Altmarkt. An beiden Tagen laden außerdem Geschäfte zum Einkaufsbummel oder zum Verweilen ein. Hohensteiner Jahrmarkt, das traditionelle Stadtfest im Zentrum von Hohenstein-Ernsthal am 17. und 18. September. Telefon und Internet zu teuer? Die Technik soll bleiben? Wir liefern Telefon und schnelles Internet preiswert über Ihren Kabelanschluss. Erfahrene Techniker installieren vor Ort. Die Formalitäten erledigen wir. Vorhandene Rufnummern bleiben. Unsere Tarife sind flexibel. Lassen Sie sich telefonisch oder im Laden beraten. Wir finden die optimale Lösung für Sie. Nutzen Sie unseren Computer-, Drucker-, Telefon- und Sendersuchlaufkundendienst. Wir sind immer von Montag bis Freitag, 7 bis 17 Uhr für Sie da. Burgstedt, Chemnitzer Straße 11, parken vor der Ladentür. Die Pinguine staunt nicht schlecht, als am 22. August in ihrem Gehege plötzlich ein menschengroßer Pinguin stand. Und für den gab es auch noch Leckerli, Fischsnack für zwischendurch, so wie es Pinguine mögen. Der Große sprang tatsächlich dem Futter hinterher. Ratlosigkeit bei den angestammten Bewohnern des Pinguinlandes im Amerika-Tierpark Limbach-Oberfrohna. Ist das jetzt ein Konkurrent am Esstisch? Nein, keine Angst. In dem großen Pinguin steckte Claudia Terwort, die Chefin des Tierparks. Das war Teil einer besonderen Aktion. Heute ist die Pond- oder auch Teich-Challenge. Die wurde in Zürich gestartet und soll auf die Klimaerwärmung aufmerksam machen. Und andererseits haben die das warme Wetter genutzt, um sich dann in den Teichen der Tiere abzukühlen. Wieso macht der Amerika-Tierpark mit? Wir wurden von 4 verschiedenen Zoos nominiert und wir sind natürlich für jeden Spaß zu haben und natürlich dann dabei. Gleich von 4 anderen Zoos nominiert. Wie kam das zustande? So, Zürich hat dann die ersten Zoos nominiert und das ging wie so ein Schneeballsystem weiter. Und wir wurden vom Zoo Schwerin, vom Zoo Rostock, vom Zoo Dresden und vom Zoo Neuwied nominiert. Wer nominiert wurde und baden geht, darf weiter nominieren. Ja, wenn wir reinspringen, dann dürfen wir auch nominieren und deswegen machen wir das jetzt. Am 22. August sprangen 2 Mitarbeiter, deswegen nominierte man 2 andere Tierparks. Wir wollen den Tierpark Luckenwalde und den Tierpark Görlitz nominieren. Diese Nominierungen kommen nicht von ungefähr. Ich habe den Tierparkleiter kennengelernt beim letzten Seminar von der DTG und das möchte ich dann natürlich gerne weitergeben. Man kann sagen, diese Aktion ist 2022 ein ganz besonderer Sommerspaß. Ja, bei Facebook ist das der Renner. Da machen jetzt ganz viele Zoos mit. Und das geht nicht nur in Österreich und Schweiz und Deutschland, sondern über die ganze Welt verteilt sich das. Was den Badeort im Tierpark angeht? Da haben wir freie Auswahl. Wir wollen natürlich das größte Becken haben. Gebadet hatten schon einige Tage vorher andere Tierparkmitarbeiter. Also 7 Leute sind schon ins Pinguinbecken gesprungen und 3 Leute saßen im Flamingo-Becken.
Die Aktion hört sich erst einmal spaßig an, hat aber einen ernsten Hintergrund. Das ist natürlich die Klimaerwärmung, dass alles viel wärmer wird und wir alle für Kühlung sorgen mussten und uns deswegen halt abgekühlt haben. Die Pinguine waren beruhigt. Kein Konkurrent am Esstisch, sondern ein Einsatz für eine weltumgreifende Aktion. Eine nächste Aktion des Amerika-Tierparks Hillenbach-Oberfrohna steht Ende September an. Unser Kinderfest, das startet am 25.09. Und da sind alle herzlich eingeladen, hier durchzulaufen und alle unsere Besonderheiten zu sehen und Attraktionen. Aber ich will noch nicht so viel verraten, aber es kommen ganz viele schöne Sachen. Also schon mal dick im Kalender anstreichen. 25. September, Kinderfest im Amerika-Tierpark Limbach-Oberfrohna. Die ehemalige Buntpapierfabrik in Flöha nahmen Anfang August Künstler in Beschlag. Innerhalb von 2 Wochen gestalteten sie die Industriebrache um. Noch während der Gestaltungsphase bekamen Pressevertreter die Gelegenheit, den Kreativen dabei über die Schulter zu schauen. Industriebrachenumgestaltung kennt man mittlerweile in der Region, denn die IBUG, das Festival für urbane Kunst, erlebt in diesem Jahr die 17. Auflage. In Westsachsen hatte man seinerzeit begonnen und ist nach Stationen in Limbach-Oberfrohna und Chemnitz mittlerweile in Mittelsachsen angekommen. In der Buntpapierfabrik in Flöha ist man nach 2021 nun zum 2. Mal. Zum einen, weil wir im letzten Jahr nicht so viele Künstler einladen konnten, wie es bei uns sonst üblich ist, aufgrund von Corona. Und wir festgestellt haben, dass dieser Ort noch sehr viel Potenzial hat. Es ist groß, es gibt viel Platz, es gibt viel Material. Buntpapier und andere Hinterlassenschaften, die den Kreativen reichlich Möglichkeiten boten, sich auszutoben. Auch weil der Platz in der alten Fabrik sehr groß ist. Da im vergangenen Jahr Corona-bedingt vieles ungenutzt bleiben musste, war der Entschluss schnell gefasst, die alte Fabrik ein zweites Mal zu bespielen. Und wir hatten auch eine tolle Zusammenarbeit mit der Stadt und mit der Kommune. Und die Grundlage war einfach super, um noch mal ein zweites Jahr hierher zu kommen. An Künstlern mangelte es nicht. 300 Solo oder als Kollektiv aus 41 Ländern hatten sich beworben. Ausgewählt wurden 75 KünstlerInnen und Kollektive. Für die Gestaltung der Industriebrache bedeutete das: Einige Arbeiten wurden komplett überarbeitet und sind gar nicht mehr zu sehen. Andere Arbeiten sind immer noch da, aber es gibt sehr, sehr viel Neues zu entdecken. Das Besondere an unserem Festival ist zum einen die Verbindung zwischen Kunst und Industriekultur. Uns liegt auch sehr viel daran, die Geschichte des Ortes zu erforschen und in das Festival einzubeziehen. Und ich denke, dass es auch außergewöhnlich ist, dass die KünstlerInnen bei uns sehr viel Freiraum haben, dass sie sich nicht mit einem fertigen Konzept bewerben, sondern dass sie hierher kommen, den Ort auf sich wirken lassen, die Stelle, an der sie arbeiten, sich selber aussuchen können. Und eben ziemlich frei arbeiten können. Und natürlich das Feeling auf dem Platz. Neu ist die Arbeit von Marian Kretschmer, der außerdem zum ersten Mal als Künstler bei der IBUG mitwirkte. Ich habe gehört, das ist eine Papierfabrik und wurde von dem Papier vorgeschwärmt. Und ich zeichne ja sehr filigran und aufwendig und auf großformatigen Flächen gerne. Und das war für mich ein Reiz, so auf so eine Riesenrolle mit Tusche filigran zu zeichnen. Die Rolle stammt freilich aus der Buntpapierfabrik. Ich hatte das Glück, hier eine neonfarbige Kartonrolle zu finden. Das ist so meine Lieblingsfarbe und da großflächig mit Tusche drauf zu malen, ist wundervoll. Aus Chemnitz kommend widmete er sich künstlerisch dem Werk eines anderen Chemnitzers. Ein Buch hat mich von Stefan Heim inspiriert, Die Augen der Vernunft. Das ist ein zeitloses Werk über die Gesellschaft, wenn sie halt sich nicht genau reflektiert in ihrem Handeln und ihren Aussagen und in ihren Positionen, dass sie immer von Verfall und Korruption betroffen ist und in Gefahr lebt. In Angriff genommen hat er die Umsetzung des Projektes aus dem Kalten heraus. Ich wusste ja nicht, wie die Location ist. Ich bin hergekommen und habe geschaut, was ist möglich, was kann man machen. Dann noch mal eine Nacht drüber geschlafen und ich habe mir nur vorgenommen, ich möchte alles mit Tusche malen oder zeichnen. Die Werkzeuge, mit denen Marian Kretschmer auch seine Brötchen verdient. Mein Hauptarbeitsfeld ist Buchillustration und großformatige Leinwände, aber halt alles mit Spitzpinsel und Tuschen und Tuschestifte und genau viel kunstpädagogisch auch an Schulen. Die E-Book ist für ihn eine ganz neue Erfahrung. Und wenn es möglich ist, würde er von der noch ein wenig mehr sammeln.
ein wundervolles Umfeld hier. Und es ist total beeindruckend, wie die ganzen Mitarbeiter und Servicekräfte und Handwerker das ja alles überhaupt realisieren. Also es ist ein riesen organisatorischer Aufwand. Und man kann sich das eigentlich nicht vorstellen, was da alles dahinter steht und wie viele Menschen hier beteiligt sind. Was die nächste Industriebrachenumgestaltung angeht. Wir bleiben in Sachsen, das ist ja unser Ding. Und wir haben auch schon eine Idee fürs nächste Jahr, das ist aber noch nicht ganz offiziell. Und ansonsten bleiben wir unserer Philosophie treu. Nämlich ein Festival zu sein, das Neugierigen und Kunstliebhabern die Gelegenheit bietet, eine Kunstwelt außerhalb von Galerien und Museen kennenzulernen. Nach dem 26., 27. und 28. August kann das Gesamtkunstwerk Buntpapierfabrik Flöha nochmals am 1., 2. und 3. September besichtigt werden. Es gibt nicht nur viel Kunst zu entdecken, sondern wir haben auch ein Rahmenprogramm mit Musik aus verschiedensten Sparten. Manchmal wird es laut und tanzbar, manchmal gibt es auch leisere Töne. Es gibt Essensstände auf dem Festivalgelände. Man kann auch einfach hier sich einen Kaffee holen oder ein Bier und hier eine gute Zeit haben. Also es ist viel zu entdecken, auch abseits der Kunst. Vielleicht bekommt der eine oder andere Besucher Lust, bei der E-Book mitzuwirken. Es werden nicht nur Künstler gesucht. Wir sind ein ehrenamtlich organisiertes Festival, was mit viel Herzblut auf die Beine gestellt wird. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr Lust habt, hier zu helfen, zu unterstützen. Es gibt verschiedenste Aufgaben, wir haben für jeden was. Also wenn ihr Lust habt, dann meldet euch gern unter helfen@ebook-art.de und kommt vorbei und erlebt dieses coole Festival mal aus der Innenperspektive. Dank handwerklich begabter E-Book-Mitstreiter konnte in der Buntpapierfabrik unter anderem diese alte Streichmaschine wieder zum Laufen gebracht werden. Verkehrsunfall mit feuergefährlicher Ladung am 20. August in Oberfrohna und Schaulustige ohne Ende. In diesem Fall war das erwünscht, denn der Feuerwehreinsatz gehörte zum Programm des Gartenfestes der Freiwilligen Feuerwehr Oberfrohna. Wir haben natürlich für die Besucher wieder einiges vorbereitet. Für die Kinder wird viel geboten, von Hüpfburg bis Kübelspritzen ist alles dabei. Auch für das leibliche Wohl mit Leckereien vom Grill ist natürlich bestens gesorgt und für die Getränke natürlich auch. Der selbstgebackene Kuchen wurde ebenso nicht vergessen, von dem nicht mehr viel übrig war, als um 17.30 Uhr die Jugendfeuerwehr ihren großen Einsatz hatte, um das erlernte Wissen zu präsentieren. Es ist natürlich für die Feuerwehr auch Werbung in eigener Sache. Ja, Sinn und Zweck so eines Gartenfestes ist natürlich in erster Linie die Öffentlichkeitsarbeit und die Mitgliederwerbung. Wir sind natürlich als Feuerwehr immer bestrebt, Nachwuchs irgendwo zu motivieren, in die Feuerwehr zu kommen, weil natürlich die Nachwuchssorgen immer größer werden in den ländlichen Räumen und wir natürlich dem entgegenwirken möchten und das die letzten Jahre schon sehr, sehr gut machen und natürlich das Interesse der Kinder wecken und hier dann direkt vor Ort mit den Kindern sprechen können und die für die Feuerwehr begeistern. Neben der Jugendfeuerwehr gibt es in Oberfrohna eine Kinderfeuerwehr, die am 20. August ebenfalls im Einsatz war und zeigte, was sie bislang schon lernte. Nachwuchssorgen hat man in Oberfrohna erst einmal nicht.
In der Jugendfeuerwehr Oberfrohna sind derzeit ungefähr 25 Mitglieder aktiv. In der Kinderfeuerwehr sind ca. 15 Kinder unterwegs. Sind damit beide Abteilungen sehr, sehr gut belegt und wir haben da wirklich keine Sorgen, aber nichtsdestotrotz darf man ja nicht locker lassen, um die Einsatzabteilung dann perspektivisch auch einsatzbereit zu halten. Dort sind wir aktuell 39 aktive Kameraden. Die haben auch mal klein angefangen. Was gilt es zu beachten, wenn man als Kind oder Jugendlicher bei der Feuerwehr mitmachen möchte? Im Grunde die Voraussetzungen, um bei der Kinderfeuerwehr mitzumachen, sind relativ einfach. Man muss eigentlich nur das fünfte Lebensjahr absolviert haben. Also nach dem fünften Geburtstag können die Kinder hier direkt mit einsteigen und können dann von 5 bis 8 Jahren in der Kinderfeuerwehr mitwirken. Und ab dem 8. oder 9. Lebensjahr kommen die Kinder dann in die Jugendfeuerwehr. Es ist auf jeden Fall eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Ja, besonders in der Kinderfeuerwehr wird natürlich viel Wert auf Spiel und Spaß gelegt. Und die Brandschutzerziehung im jungen Alter schon zu beginnen, also die Kinder lernen mit 5 Jahren spielerisch, wie man einen Notruf absetzt zum Beispiel, wie man reagiert, wenn es irgendwo brennt, wie man erste Hilfe leistet. Und das alles wirklich spielerisch und das machen die Kinder- und Jugendwarte ganz toll. Sie haben damit, kann man so sagen, vielen anderen Kindern einiges voraus. Die Kinder lernen halt fürs Leben und das angewandte Wissen können sie natürlich im Privaten auch wunderbar anwenden, wenn sie zum Beispiel irgendwo mal an einem Unfall vorbeikommen oder es ist ein Unfall passiert und sie waren direkt dabei oder sehen das, da können die direkt Erste Hilfe leisten bzw. Notruf absetzen und wissen, wie das funktioniert. Wassermarsch! Wassermarsch! Viele, die bei der Jugendfeuerwehr mitmachen, werden später Teil der aktiven Wehr. Mit ihren 39 Aktiven ist die Wehr in Oberfrohna im Schnitt sehr, sehr gut dabei mit vielen Mitgliedern. Natürlich sind wir bestrebt, dort immer weiter die Mitglieder aufzustocken. Wir haben hier in Oberfrohna 3 Fahrzeuge stehen, die es im Einsatzfall zu besetzen gilt. Somit werden irgendwo 17 bis 18 Mann im Einsatz oder Frauen gebraucht. Und man muss natürlich immer sehen, es sind mal Kameraden auf Arbeit, es sind welche im Urlaub, es ist mal jemand krank. Und so, dass man immer halt ein bisschen eine Rotation drin hat und da entsprechend die Anzahl der Kameraden danach richtet. Aber 39 Kameraden ist schon ein ganz, ganz guter Schnitt. Bei der aktiven Wehr zu tun gibt es? Wir in Oberfrohna haben im Jahr ungefähr zwischen 50 und 70 Einsätzen, die wir hier abarbeiten. Unsere Kernaufgabe besteht darin, den Brandschutz im Stadtgebiet Limbach und Stadtgebiet Oberfrohna sicherzustellen. Und wir in Oberfrohna sind noch mit Spezialaufgaben betreut, die zum einen die Hochwasserabwehr sind und zum anderen das Verlegen von Schlauchleitungen über lange Wegestrecken unter anderem. Das passiert alles als ehrenamtliche Tätigkeit, so wie auch das Veranstalten des Gartenfestes oder die Unterstützung von anderen bei verschiedenen Gelegenheiten. Unterstützung gibt es auch für die Freiwillige Feuerwehr, zum Beispiel für die große Tombola, bei der es zahlreiche Preise zu gewinnen gab. Jedes Los gewann. Der Erlös der Tombola kommt der Kinder- und Jugendfeuerwehr zugute. Oberfrohna! Wir schön gehen! Oberfrohna! Da man in diesem Jahr auf 460 Jahre zurückblicken kann, wurde am 21. August in Fallgenau die Bergbaugeschichte des Ortes ganz besonders in den Mittelpunkt gerückt. Zum heutigen Berggottesdienst in Fallgenau, der an das 460-jährige Bergbautradition erinnern sollte, haben wir um 9.15 Uhr den Weckruf aus dem Zeschengrund getätigt mit dem Erzgebirgsensemble Aue. Anschließend war dann der Bergaufzug vom Volkshaus zur Kirche, wo unter anderem die Hüttenknappschaft Tschobautal in Waldkirchen mit dabei war, die Knappschaft, Bergknappschaft von Boberschau sowie die Hüttenknappschaft Freital und Heiliger Segen Gottes zu Sachsenburg. Unter anderem auch unsere Freunde aus den Tschechischen von Medenesch, Kupferberg waren mit und das Ganze wurde vom Blasorchester Flöa angeführt, der Bergaufzug zur Kirche.
ich denke, das war eine ganz gelungene Veranstaltung, weil es doch in der jetzigen Zeit etwas an der Tradition mit erinnern soll und auch gerade mit dem Erzgebirgsensemble Aue, die russischen Hörner, eine Bergbaugeschichte Sachsen dort weiter gegeben wird für die jungen Leute, die das mal miterleben sollten. Russland und der Bergbau in Sachsen ist eine spannende Geschichte. Erst in diesem Jahr erschien beim Mironde Verlag aus Niederfrohna das Buch Sächsische Bergbaukunst im 18. Jahrhundert auf dem Weg nach Russland. Der Autor Professor Friedrich Naumann gab interessante Einblicke auch in Heimatgeschichte. Zum Beispiel, wo sich in unserer Region der russische Zar Peter herumtrieb. Oder was der berühmte Wissenschaftler Lomonossow einst hier machte. Dass sich die Menschen für die Geschichte in ihrer Heimat interessieren, zeigte der Andrang am 21. August in Fallgenau. Schon morgens platzte die Kirche aus allen Nähten. Ja, also zum Berggottesdienst selbst hat unser Pfarrer Butter doch sehr emotional wieder heute mitgewirkt. Und die Kirche, ich denke mal auch die Kirchgemeinde, hat doch etwas Besonderes miterlebt, auch was akustisch war. Und im Anschluss war dann der Bergfestbord, der, wenn man sieht, doch sehr lebhaft genutzt wird. Und wir wollen ganz einfach den Leuten auch geben, dass Bergbautradition im Ort war und dass Bergbautradition auch gepflegt werden muss. Bei der Vespa hatte man genügend Gelegenheit, sich mit denen auszutauschen, die die Tradition pflegen. Wie die Mitglieder vom Heimatverein Fallgenau, für die jährlich auch immer einiges an Veranstaltungen ansteht. Bergbaumäßig sind wir eigentlich schon mit unseren Veranstaltungen dieses Jahr durch. Es fanden also 3 Veranstaltungen, was Bergbauwanderungen waren, die einerseits vom Heimatverein Fallgenau organisiert waren, von der Stadt Oederan und vom Fremdenverkehrsverein Freiberg, die das organisiert hatten und wir dann hier die Wanderungen in Fallgenau durchführten. Fürs nächste Jahr sind noch einige Veranstaltungen gerade. Wir wollen also dort wieder die Wanderung durchführen und dann wollen wir schauen, was die ganze momentane Situation bringt, was möglich ist. Eine Veranstaltung, die in diesem Jahr noch stattfindet, Metten anschieben am 1. Advent. Das wird wieder weihnachtlich gemütlich. Gemütlich klang auch der Festtag am 21. August aus. Am 4. September startet die 2. Futsal-Bundesliga-Saison. Wieder ganz oben mitmischen möchte der deutsche Vizemeister Hort 05 Futsal. Deswegen gab es in den letzten Wochen eine intensive Vorbereitung, zu der auch verschiedene Testspiele gehörten. Die verliefen? Ja, ganz gut. Wir haben bis jetzt 2 Spiele gewonnen. 1 verloren in Pilsen. Es war ein guter Test. Die waren schon etwas weiter in der Vorbereitung. Die haben uns erstmal gezeigt, wo wir uns noch verbessern müssen. Ich denke, wir konnten heute vieles umsetzen. Das Ergebnis hat es gezeigt, dass wir auch unsere Tore machen können. Genau, und so sind wir eigentlich ganz gut dabei. Am 21. August begrüßte das Hohenstein-Ernsthaler-Team im Hotsportzentrum den Aufsteiger in die erste tschechische Futsalliga, TJ Spartak Perstein. Mit den Tschechen reisten Daniel Klima und Mira Bele an, die noch im Mai mit Hot 05 Futsal deutscher Vizemeister wurden. Das versprach im Vorfeld ein interessantes Match zu werden. Wurde es dann aber nicht. Die Gastgeber dominierten von Anbeginn das Spielgeschehen. Allerdings dauerte es 7 Minuten, ehe der Ball zum ersten Mal im Persteiner Tor versenkt wurde. Neues Spielsystem haben wir, was wir uns ein bisschen aneignen müssen. Mit einem neuen Trainer, mit ein paar neuen Spielern, neuen Torhüter müssen uns aufeinander einstimmen. Das dauert natürlich seine Zeit, aber wir sind ganz gut dabei. Im Team von Hot 05 Futsal entdeckte man verschiedene neue Gesichter. Ja, also Torhüterposition, dadurch, dass unsere Nummer 1 ein bisschen verletzt ist, haben wir natürlich einen neuen gebraucht, der die Nummer 2 oder jetzt die Nummer 1 natürlich ersetzt. Dann brauchten wir noch Universalspieler, der ist jetzt gekommen mit Viktor. Genau, und so haben wir die Mannschaft ein bisschen aufgestockt. Dann haben wir einen Pivot, hatten wir noch nie so richtig, außer letzte Saison mal kurz mit Sampaio. Da haben wir jetzt natürlich mit
mit Moreno einen ganz guten, der international schon sehr viel Erfahrung gesammelt hat. Und da haben wir uns auf vielen Positionen auf jeden Fall verstärkt. Bis zur Halbzeitpause erhöhten die Gastgeber ohne wirkliche Gegenwehr auf 5:0. Nach der Pause hatte sich am Spiel nicht viel geändert. Hot 05 Futsal gab den Ton an und baute die Führung weiter aus. Mehr gefordert wird das Team sein, wenn es am 4. September in der Bundesliga wieder scharf geht. Ja, gegen Wacker Ige ist das erste Spiel. Ja, mal sehen, was da wird. Da haben wir noch eine Revanche offen dort. Da haben wir verloren zum Heiko seinen Geburtstag. Ich denke, da müssen wir dieses Jahr gewinnen. Gewinnen will man in der kommenden Saison noch mehr. Ziel ist, genauso wieder abzuschließen wie diese, also die letzte Saison. Plus, dass wir vielleicht Meister werden. Aber die Mannschaften haben sich alle verstärkt. Es ist Regensburg hochgekommen, eine sehr gute Mannschaft. Mal sehen, wie die Liga sich ergibt. Aber natürlich wollen wir Meister werden. Das Testspiel am 21. August entschied Hohenstein-Ernsthal schlussendlich 12:2 für sich. Ja, wir haben ganz gut gespielt. Ärgerlich, dass wir hinten raus dann noch die 2 Gegentore bekommen haben. Wir wollten 0 spielen, das haben wir leider nicht geschafft. Steiner gibt es dann auch noch eine kleine Strafe vom Trainer in Ausführung von Liegestützen. Ja, das ist das, was uns jetzt noch erwartet. Aber sonst bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem Spiel. Das dürfte auch Luis Dres sein, der Deutsch-Brasilianer, der in der letzten Saison das Team verstärkte. Junger Spieler, er kann auch sehr viel Erfahrung sammeln, war jetzt das erste Mal beim DFB mit dabei. Ja, kann wie gesagt noch viel lernen, noch viel von den anderen sich abgucken, noch viel mit Moreno quatschen, weil die gleiche Position haben. Aber so ist er ein sehr guter Spieler. Dres nahm am Perspektivlehrgang der Futsal-Nationalmannschaft teil. Bereits fester Bestandteil des Nationalkaders sind die Hot 05er Christopher Wittig, Fabian Schulz sowie Gabriel Oliveira. Los am 20. August, der zweite Tag des Voice of Art Festivals in Liechtenstein. Oktoberquell aus Dresden stimmte mit Folkrock auf den Musikabend ein. Dresdner Band ist nicht ganz richtig, denn Ralf ist ein Olo-Preuße und Margarita stammt aus Armenien. Der Musik hört man das nicht an, wie auch, ist doch Musik durch und durch internationalisiert. Man unterscheidet im Grunde genommen nur noch in gefällt oder ist Mist. Und das wiederum ist Geschmackssache. Es gibt Musik, die im Radio auf und ab gespielt wird und die, die dort nicht zu hören ist, aber durchaus ihre Liebhaber hat, unter anderem in den Reihen derer, die einst den Voice of Art Verein gründeten und nun zum 25. Mal das Festival veranstalteten. Das Festival bietet Mainstream-fernen Musikern eine Bühne und Mainstream-ablehnenden Hörern die Möglichkeit, diese zu entdecken. Die Liste der Musiker ist lang, die in 25 Jahren bei Voice of Art gastierten. Sie kamen aus West-, Ost-, Nord- und Südeuropa, aus Übersee, aber auch aus gleich um die Ecke, zum Beispiel Chemnitz, wie Pigs in Suits. Aus Chemnitz stammt ebenfalls die Band Traffic Carpet. We'll be right back.
eine der Bands, die nicht viel Gerede um das macht, was sie ausdrücken möchte. Die Instrumente haben das Sagen. Die Hörer lassen es reinströmen. Nee, das war die andere Band, Lass reinströmen aus Dresden. Der Bandname ist Programm, psychedelic, ganz passend zu Vorgerückter Stunde. Aber die Dresdner, die schon seit 2009 auf den Bühnen der Republik und darüber hinaus unterwegs sind, können auch anders. Was die nächste Band präsentierte, nennen die einen Punk und die anderen Stoner. Man kann auch einfach sagen, Drive by Shooting macht laute Musik. Mal wieder etwas aus der Hauptstadt, was nicht schickimicki ist und an Zeiten vor 1999 erinnert, als Berlin noch ganz anders war. In 25 Jahren machte man bei Voice of Art so manche musikalische Entdeckung. Die Chemnitzer Band Caspian Sea Monster war bereits 2017 dabei, als das Festival noch auf dem Hohenstein-Ernsthaler Pfaffenberg stattfand. Seit letztem Jahr ist Liechtenstein Veranstaltungsort, die Begegnungs- und Konzertstätte Riot, die der Voice of Art Verein 2020 anmietete. Deswegen ist das Festival jetzt nicht mehr Open Air. Aber das tut guter Musik keinen Abbruch. It's all
Was man beim Umzug vom Pfaffenberg nicht vergaß, das war die Ein-Mann- oder Frau-Disco, die auch gleichzeitig von dreien genutzt werden kann. Das Zappelzelt gibt es allerdings nicht mehr. Dafür jedoch Zappelzeltmusik zum Überallzappeln. Aber nicht gerade, wenn Caspian Sea Monster auftritt. Das wäre Kulturbanausentum. Am 3. Augustwochenende waren in der Region jede Menge Oldtimer unterwegs. Manche im Rahmen der Oldtimer-Rallye Sachsen-Klassik, andere als Teilnehmer der Schlösser- und Burgenfahrt. Die Oldtimer-Piloten beider Veranstaltungen legten einen Stopp auf Schloss Augustusburg ein. Gelegenheit, die Mobile genauer in Augenschein zu nehmen und sich mit den Besitzern oder Fahrern auszutauschen. Kurzum, ein Fest für alle, die sich für Oldtimer interessieren. Wir haben ja einen wunderschönen Horch. 853 Cabriolet, viersitzig und einen der gewaltigsten Motoren, die jemals in einem Fahrzeug verbaut wurden. Wir haben hier einen reinen 8 Zylinder mit 5 Liter Hubraum und aktuell 115 PS. Das war für die damalige Zeit eine unvorstellbare Anzahl an Zylindern, ein unvorstellbarer Hubraum und insbesondere eine unvorstellbare Leiste. Was ist denn da in Höchstgeschwindigkeit möglich, theoretisch? Die Höchstgeschwindigkeit ist ein wirklich theoretischer Wert bei so einem Auto. Ab 80 wird es ungemütlich, 90 haben wir schon probiert, aber es macht dann keinen Spaß mehr. Wir wissen es nicht. Horch waren an dem Wochenende noch mehr unterwegs. Baujahr 1931, in Zwickau gebaut. Der Motor ist ein rein 8-Zylinder-Motor mit 3,6 Liter Hubraum und sensationellen 60 PS. Die Höchstgeschwindigkeit liegt so bei 100-110. Ich bin selber aufgebaut. Ja. Wie lange hat es ungefähr gedauert? 3 Jahre. Und über Geld? Ja, ich kann bloß über Stunden reden. Also es sind 2000 Arbeitsstunden reingegangen. Und was braucht so ein Sprit, habe ich gerade mal gehört? Ja, also unter 20 Liter auf 100 Kilometer bewegt sich das Fahrzeug nicht. Und wie schwer ist es? 2,1 Tonnen. Etwas jünger ist dieser Wartburg 311. Baujahr 1957, gebaut wurden die ab 56, einer mit von den ersten. Die Fahrzeuge wurden bei der Firma Gläser in Dresden hergestellt. Das ist dann Karosseriewerk Dresden gewesen, vor dem war das Gläser in Dresden. Die haben viele Cabrios und Sondermodelle von verschiedensten Herstellern gebaut. Es sind viele Einzelfertigungen. Und ich habe das Auto seit 2002, 2003, dann hat es erst eine Weile gestanden und dann habe ich es aufgebaut von 2005 bis 2010. Und wie viele Stunden ungefähr? Stunden habe ich nicht zusammengezählt, ich habe nur die Jahre gezählt. Es ging nicht immer alles so hintereinander weg, weil man mit dem Klempner was klemmte, man mit dem Lackieren, man mit dem Polstern was klemmte. Und ja, man hat sich auch dann Zeit genommen. So etwas kann man nicht zusammenschießen, das muss man sich ein bisschen Zeit nehmen dafür, um das ordentlich zu machen. Und wie viel PS hat er? Der hat an für sich 37 PS. 3-Zylinder, 2-Takt-Motor, 900 Kubik. Manch Oldtimer-Freund hatte Glück, dass sein Mobil noch gut in Schuss war, als er es erwarb. Das ist ein Auto mit nicht synchronisierten Getriebe, das heißt also ein Schaltgetriebe,
Aber man sagt nicht, dass hier geschaltet wird, sondern der Oldtimer sagt, die Gänge werden eingelegt. Also nicht geschaltet, sondern eingelegt werden die Gänge. Logisch, ne? Mit Zwischengas und Zwischenkuppeln. Aber macht schon ganz gut. Ab und zu mal Spaß, ne? Und was ist das überhaupt für ein Auto? Das ist ein BMW 321-1. Noch mit Rechtslenkung. Ganz seltenes Auto. Ist einmal 1939 nach Afrika exportiert worden und jetzt wieder zurück in der Originalfarbe, wie es hier ist. Dunkelgrün und hellgrün. Und das ist nicht nachlackiert? Nee, es ist also nicht nachlackiert, sondern noch original so lackiert, wie es ist. Und fast alles noch original. Die Elektroanschlüsse, der Elektrobaum, alles noch original. Da sind wir besonders stolz drauf. Nicht nur deutsche Fahrzeuge konnte man an dem Wochenende auf den Schlosshöfen in Augustusburg bestaunen. Ein Schmuckstück dieser Jaguar. Baujahr 66, Jaguar S-Type, 3,8 Liter. Ist aus Südafrika stammt, habe ich über die Botschaft von Madagaskar erstmal 5 Jahre aufgebaut. Also 4, noch was. Fertig wurden wir eigentlich nie. 6-Zylinder-Reihe. PS? Das ist Stereo hat, muss erst mal gucken, was der hat. Ach, 124 kW, 169 PS. Weil ich habe mehrere, muss mal gucken. Und es ist von 9700 Quetschen nur hergestellt worden mit Blinker auf der Seite. Ja. Für alle, die gern an diesem Wochenende dabei gewesen wären, nur noch Impressionen. Und um ein martialisches Begriff zu bekommen, hat das wunderbar gepasst. Ich habe mal gesehen, zum Beispiel der Tito oder auch der Mustang, dass das natürlich nicht ganz schön war. Gefolgt von der T2 vom Stingray. Und hier sehen Sie es natürlich auch richtig am Heckfenster. Ja, wo die Kippen, wo die Kippen.
Gracias.